Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails in the Sky the Third. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, Leute, dass ich mir keine Liste angefertigt habe, obwohl ich das eigentlich tun wollte, zu den Türen, die wir noch nicht öffnen konnten. Das liegt allerdings nicht daran, dass ich das irgendwie vergessen habe oder so, sondern daran, dass ich das letzte Video einfach noch nicht geschnitten habe und jetzt lieber noch ein bisschen spielen wollte, bevor ich schlafen gehe, anstatt das Video zu schneiden, weil ich während die Videos dann rendern und encodieren, nehme ich parallel dazu nicht auf, weil ich dann immer Angst habe, dass das zu Performance-Einbrüchen führt und so. Also, das ist einfach der Hintergrund. Warte mal, kann ich die gar nicht hinterrücks erwischen? Das wäre ein bisschen blöd, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwie mega Schiss hätte vor denen. Ach, mir fällt gerade ein. Ich könnte ja auch mal heilen. So ganz nebenbei. Sollte durchaus Sinn machen, vor allen Dingen bei ihr hier. Vielleicht kriegt sie ja irgendwie ein Level ab und... Ah, guck mal, das geht doch. Mich zwar so ein bisschen durchgemogelt, aber... Das geht schon. So, wie waren das jetzt bei denen? Die konnte ich jetzt ganz normal mit Zaubern ärgern, ne? Ja. Also es war heute irgendwie ein ganz komischer Tagesablauf, weil die letzten beiden Parts, die habe ich aufgenommen heute nach dem Aufstehen. War dann jetzt irgendwie den restlichen Tag unterwegs und dachte mir so, hey, so Pi mal Daumen Stündchen hast du noch, was machst du denn mit der Zeit? Und stand jetzt vor der Wahl. Entweder mich vor den Videoschnitt zu setzen oder weiterzuspielen. Und da ich gerade mehr Bock habe, ein bisschen noch zu daddeln, ist das jetzt eben so. Kann am Ende dazu führen, dass das ein bisschen chaotisch wird. Vielleicht auch nicht, wir werden mal sehen. Kann mir vorstellen, dass dieser ganze Dungeon hier auch ein bisschen, noch ein bisschen länger ausfällt. Warte mal, hier muss ich jetzt aufpassen. Weißt du was? Ich schicke sie einfach zur Seite. Sonst kloppt sie nämlich den mittleren Gegner wieder weg und dann erwische ich nicht mehr alle mit meinem Angriff. Und so passen sie ja genau in den Kreis rein, deswegen ist das, glaube ich, die bessere Vorgehensweise. Jawohl, sparen wir auch eine Menge Zeit. Und ja, ich mag diesen Dungeon hier bisher total gerne. Ich mochte den auch im Vorgänger schon, auch wenn der so ein bisschen verwirrend war mit dem Aufbau und so, aber trotzdem... Also bisher gab es hier, glaube ich, gar keinen Dungeon, der mir irgendwie auf den Keks geht. Aber die Quote hier bei dieser Spieleserie ist bisher sowieso schwindend gering im Vergleich zu vielen anderen Spielen. Gibt es ja auch irgendwie Kisten oder so? Oder bist du nur hier, um Gegner abzuschnetzeln? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Denn eigentlich könnte ich die Gegner ja sonst links liegen lassen, aber nicht, dass du irgendwann mal in irgendeiner Ecke... Wenn du irgendwen oder irgendwas beseitigst, dann eine Belohnung für bekommst. Oder dass man alle Gegner irgendwie aus dem Weg räumen muss oder sowas. Kann ja sein. Gab es in dem Spiel bisher nicht allzu oft, aber... Ach, guck mal, hier ist eine blaue Tür. Ich glaube, das ist gerade mal die zweite. Ich glaube, von den blauen hatten wir bisher am wenigsten. Ach so, guck mal, der dreht uns direkt den Rücken zu. Das ist gut. So, und wenn das System funktioniert hier mit dem ganzen Time Mage gecastet, dann halte ich daran natürlich auch fest, warum etwas ändern, wenn es denn ganz gut klappt. Und zwar relativ schnell. Das ist doch schön, so muss das, so darf das gerne weitergehen. So, hab ich denn jetzt alle? Sehe ich das richtig, dass ich jetzt hier drei Wege habe? Also, obwohl, nee, eigentlich nur zwei, weil durch diese blaue Tür kommen wir ja noch nicht. Eigentlich ist es auch gar nicht so klug, mit Kevin hier immer diese Zauber zu casten. Weil Ren ja immer noch mehr von den, wie heißt das, von den EP hier hat. Ich hab fast wieder MP gesagt, aber nur fast. Hat noch so die Kurve bekommen. So. Ja, erfordert nicht viel Anstrengung, aber die Seppels, die sprudeln und... Das ist auch gut so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in diesem Raum nicht eine einzige Kiste gibt. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Wo zur Hölle habe ich hier bitte was ausgelassen? War das nicht sogar der Raum, der... Obwohl, ich glaube, das war ein anderer Dungeon, aber der war so ähnlich. Wo das so abgedunkelt war und man sich so eine Brille aufsetzen musste, um überhaupt irgendwas zu erkennen? Also wer die vorigen Teile kennt oder das Let's Play gesehen hat, der wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. So, jetzt ist die große Frage.
Welche Tür nehme ich? Ich guck mal. Ah, guck mal. Richtig entschieden. Jawohl. Juhu. Oha. Das ist aber jetzt nicht das Ding, was ich beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal noch gekauft habe für viel Geld, oder? Oder ist es... Ja, doch. Das ist genau das. Boah, da hätte ich mir die 1000 Seppels ja sparen können. Aber ich habe es nicht kommen sehen. Na gut, wenn wir irgendwann mal wieder mit zwei Leuten in Nahkampf gehen. Wobei, guck mal hier. Bei ihr kann ich das direkt austauschen. Wobei ich das hier nicht so gut finde, dass der Agilitätswert drunter leidet. Aber sie hat im Gegensatz zu Tita wenigstens Evade noch mit drin. Ja, und die Erweiterung davon... Hätte ich sie jetzt in Bestand, hätte sie die angelegt bekommen, aber ist nicht. Warning, chest must be filled past this line in order to operate properly. Ja, also wenn ich eine Kiste wäre, würde ich mir wahrscheinlich auch so ein Schild um den nicht vorhandenen Hals hängen. So, jetzt lasse ich die Gegner hier aber in Ruhe. Das war ja irgendwie völlig sinnlos. Ja gut, ein bisschen was an Erfahrungspunkten bekommen wir ja. Vor allen Dingen für Annelace ist das, glaube ich, noch ganz okay. So, das sieht mir verdammt nach dem nächsten Boss aus. Wir haben beim letzten Mal ja Grant aus dem Weg geräumt. Hat jetzt nicht so viele Probleme gemacht, aber wir hatten auch schon leichtere Bosse. Insofern ganz gutes Mittelding, würde ich mal sagen. Kann mir vorstellen, dass das jetzt von Boss zu Boss immer etwas schwerer wird, so wie es ja auch sein soll. Ich bin gerade, obwohl wir eigentlich einen Haufen Kohle haben, immer noch ein bisschen knauserig. Wir lassen das mal erstmal. Ich kann allerdings hier mal schauen. Bei den Quarzen. Evade 4. Guck mal, das könnte ich mir zum Beispiel leisten. Ich glaube, den gebe ich mir nochmal. Einfach, weil ich dann immer noch im vierstelligen Bereich bleibe. Da ziehe ich jetzt einfach mal so meine Grenze. Dann kann sie jetzt nämlich hier das Upgrade bekommen. Nee, kann sie nicht. Das Gute an diesem Windgem ist, finde ich, dass das kein Malus im Gegenzug mitbringt. Also da braucht man eigentlich kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man das irgendwem anlegt oder kauft. Warte mal, was sollte ich machen? Multitasking schon wieder völlig im Eimer hier. Was war das für ein Slot? Der hier, ne? Boah, 105 von den Grünen? Tut mir ja ein bisschen weh, ne? Aber ist klar, weil das ja auch so ein Wind-spezifisches Teil ist, da... Sollte das am Ende auch nicht überraschen. So, aber dann kann sie das Ding hier angelegt bekommen. Bei ihr wollte ich ja jetzt... Eigentlich wollte ich ja gar keine Einkäufe jetzt für sie tätigen. Cast 2 und Move 3. Wenn wir davon von Cast und Move noch eine Upgrade kriegen könnten, das wäre eigentlich ganz cool. Warte mal, hier. Ihr könnte ich eigentlich... Warte mal, in welcher Kategorie waren das nochmal? Dieses Divine-Teil hier anlegen. Hier, Divine Eye. Ah, wenn das nicht so ein Space-Specific-Dings wäre. Und ich muss mir immer noch überlegen, ob ich überhaupt Cent in Kauf nehmen will. So, aber was ich eigentlich schauen wollte, ist, ob es jetzt hier noch irgendwelche Upgrades gibt, die wir vorher noch nicht erwerben konnten. Also in den Vorgängerteilen gab es, glaube ich, nach Cast 2 und nach Move 3 auch nichts weiter. Bei Move bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn ich meine, das ist auch die Obergrenze in den Vorgängerteilen gewesen. Vielleicht überrascht uns das Spiel ja noch und bietet uns da irgendwie doch noch ein Upgrade. Aber gut, wir sind hochgeheilt. Warte mal, bei Annelace, da fehlt noch ein bisschen was an EP. Ist völlig unerheblich, weil ich mit ihr eh nicht zaubere, aber egal, ich speichere mal. So, und dann gucken wir, wer hier auf uns wartet oder was. Aber viel spannender ist, glaube ich, die Frage, wer. I was almost wondering if you guys weren't going to show up. Ah, Karna, naja. Karna. Hey, looks like you guys have gotten yourselves caught up in something messy. Ordinarily, this is where I'd pitch in and help out. But I don't think that's an option this time. Mal gucken, was sie sich wieder für Helferlein holt. Sind das nicht die gleichen wie beim letzten Mal? Just like when we fought Grant. Ach, guck mal. Guck mal, wie gut meine Kombinationsgabe heute ist. Erst erkenne ich Karna und dann kommen mir selbst die da bekannt vor. You might have been able to win against him, but don't think breaking through my formation is going to be a cakewalk. Come at me like your life depends on it. Ich finde Karna immer noch cool. Egal wie nervig der Kampf eventuell
ablaufen könnte, aber ich mag sie. So, wer ist jetzt an der Reihe? Wenn ich jetzt diese Geschichte hier nehme, dann stehe ich leider zu weit weg, um alle zusammen zu trommeln. Bin ich eigentlich fast am Überlegen. Ah, das ist blöd. Jetzt fehlt mir hier schon wieder der Preemptive. Ich will jetzt hier auf jeden Fall gucken, dass ich erst auf meine S-Breaks zurückgreife, wenn die alle ein bisschen näher beieinander stehen. So, dann lass uns mal gucken. Oh, ich habe jetzt genau das gleiche Problem wie beim letzten Mal auch. Ich weiß irgendwie nicht, wie ich hier reinstarten soll. Soll sie sich erstmal ein bisschen beschleunigen? So, dann wollte ich ja beim letzten Mal schauen und habe das irgendwie zu spät realisiert, wer denn imstande ist, Earthwall zu casten. Laforte wäre allerdings auch ganz interessant, vor allen Dingen für Tita. Ich glaube, dann werde ich uns das hier mal genehmigen. So, die gute Ren, die hat auch kein Earthwall. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht berücksichtigt, kann das sein? Dann kann sie aber Clock Up X einmal auf sich... Ne, warte mal, das sollte sie einmal auf Kevin casten. Ich habe ja mehrfach schon festgestellt in den letzten Folgen, dass er irgendwie mit seinen Zaubern mehr Schaden anricht. Und bei ihr? Könnte sie? Ne, es hat Tatsache keiner Earthwall. Er hat mir das ja auch in die Kommentare geschrieben, ne? Ich weiß das noch. Das waren doch aber auch die Gegner, wo die Smoke Cannon nicht gewirkt hat. Kann natürlich sein, dass das jetzt hier in dem Kampf anders abläuft. Ach, hier kann ich auch gucken, was für eine Range das hat. Ich muss also gar nicht immer... Ja, okay, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. So, warte mal. Orbel Gear. Das hier sieht aber auch ganz interessant aus. Accessory Effects, die sind aber teilweise ganz gut, ne? Ich habe, meine ich, ziemlich gutes Zeug hier unter angelegt. Warte mal, dann werden wir hier einfach Ren beschleunigen. Wenn denn die Leute am Ende überhaupt dazu kommen, das sind so Typen, die lassen sich gar nicht zusammentrommeln. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Ungeil. Und Ren ist zum Beispiel unterbrochen worden. Wundervoll. Sie hat zum Beispiel hier nur diesen Area M-Angriff. Warte mal, was hatte sie hier sonst noch? Spinning Attack that hits foes in a wide area. M, naja, M ist jetzt nicht so wide. Centrifugal force to increase throwing damage. Sollte ich hiermit wieder ein bisschen arbeiten? Ich glaube, bei ihr wird das am Ende schon wieder... Haben wir uns das eigentlich mal angesehen? Ich probiere das jetzt einfach mal, auch wenn es schweineteuer ist. Ich meine, das kennen wir schon, aber ich weiß nicht, ob wir das aus diesem dritten Teil hier kennen oder ob das nicht so ein Überbleibsel aus dem Vorgängerteil ist. Jetzt ist keiner dazu gekommen, seinen Zauber zu casten, oder was? Ungeil. Warte mal, ich glaube, ich werde jetzt mal doch Ren priorisieren. Ich glaube nämlich, dass Kevin keine Angriffszauber hat, die quer über das ganze Feld gehen. Bin aber nicht zu 100% sicher. Und diese reduzierte Magieabwehr, die ist absolut Gold wert. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. So, Earthguard. Ja gut, das geht dann aber nur auf einen. Das ist dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Kann ich jetzt hier... Nee, warte, das war nicht das. Diesen Dance hier wollte ich vollführen. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Weil dann haben wir wenigstens zwei. Und zwei ist erstmal besser als gar nichts. So, und jetzt ballere ich nämlich mein ganzes Superzeug hier raus. Guck mal, er erwischt sowieso alle. Und wenn wir dann zwei quasi fast aus dem Weg räumen können, dann ist mir damit schon geholfen. Vielleicht klappt das am Ende sogar, ich weiß es nicht. Ich habe das Timing-mäßig beim letzten Kampf so ein bisschen verkackt, weiß ich noch. Ja, guck mal, diesmal wird das ohne Probleme funktionieren. Fühlt sich ein bisschen cheaty an, muss ich sagen. Eigentlich ist das Schwachsinn, was ich erzähle, weil... am Ende... Das Spiel bietet es ja an, ne? Ich gebe ja nicht irgendwo einen Code ein und nutze das zu meinem Vorteil. Das Spiel bietet es an. Gut ist. Gut ist. Außerdem würde ich das auch so schaffen. Davon bin ich überzeugt. Ich bin selten selbstbewusst, aber ich glaube, dass ich das auch so hinbekommen würde. So.
Dann lass uns mal gucken. Ren ist jetzt dran. Sie kommt früher an die Reihe. Das war zu erwarten, wenn sie nur eine Person angreift. Deswegen bevorzuge ich das jetzt mal. Wurde Ren jetzt unterbrochen? Nein, sie kommt trotzdem noch zum Angreifen. Cool wäre, wenn mir das jetzt hier gelingen würde, ohne dass ich irgendwen heilen muss. Halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, L ist halt... Zwischen L und All ist ein riesengroßer Unterschied, ne? So von der Range. Da könnten sie ja eigentlich noch ein XL mit einbauen. Oh, jetzt ist er unterbrochen worden. Das finde ich aber nicht nett. So geht man nicht mit einem Kevin um. Das kann ich nicht akzeptieren. So, sie ist auf jeden Fall down. Sieht aber aus, als könne sie jeden Augenblick wieder aufstehen. Was nicht unbedingt optimal wäre. Aber ich glaube, der hier macht es jetzt nicht mehr lang. Wenn wir uns ein bisschen beeilen, dann kommt sie auch nicht mehr dazu, sich zu erholen. Jawohl! Sieht gut aus! Ohne einen Kratzer zu erleiden. Na gut, einen Kratzer haben wir schon bekommen, aber nicht so tief, dass wir jetzt hier ständig Heilzauber casten müssten. Ah, that's me beat. I was so confident in my battle formation too. Yeah, you had every right to. You put up a heck of a fight. That battle was no joke. You sure know how to give people a hard time with that rifle. Hey, I try. Anyway, you were able to beat me, so maybe you've actually got a shot at winning against the next guy. I'm sure you don't need me to spell out who that is, but when it comes to mid-range tactics, there's no one stronger than him in all of Libel. So make sure you give him your very best. Davon kannst du ausgehen. Du hast ein bisschen Angst vor der nächsten Karte, die wir jetzt bekommen. Yep, we've beaten Grant and Karna, so our next opponent goes without saying. He's probably going to have backup too. Let's be smart about this and make sure we're nice and prepared before we keep going. Oh ja, das, also wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ja wohl, dass Preparation alles ist. Und man erkennt ja hier in den allermeisten Fällen auch, wann der nächste Bosskampf bevorsteht. Oh Gott, jetzt geht das hier wieder los. Inspect the open glass coffin. Then you shall obtain. Das letzte Wort kann ich nie lesen. Geht das mal hier Augenaua bei dem Text. Aber wir werden sowieso alles auskundschaften hier. So, jetzt haben wir die grüne Karte bekommen. Es gab sehr, sehr viele grüne Durchgänge. Was eigentlich ganz gut ist. Ich könnte mir vorstellen, dass bei allen außer halt dem richtigen Weg überall auch irgendwie mindestens eine Kiste zu finden ist. Eigentlich ist der Ort, glaube ich, gar nicht so groß, wenn du die Gegner links liegen lässt und einfach alles nochmal abläufst. Aber ich habe trotzdem Angst, irgendwas auszulassen. Wir gucken mal. Erstmal ist das Wichtigste, das hier zu tun. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. So, und dann können wir gucken. Ach, warte mal. Support ist immer noch sie, die gute Reese, die ich eigentlich auch ganz gerne mal wieder im Team sehen würde. So, eigentlich macht es doch am meisten Sinn, hier zu starten, richtig? Warte mal, wo waren das nochmal genau? Ich würde am liebsten in Richtung Ausgang gehen. Warte mal, wir haben doch... wir haben doch... Ja, ich weiß, ich bin gerade an so einem grünen Ding vorbeigelaufen. Genau, wir haben doch diesen Shortcut hier freigeschaltet. So, ich gehe jetzt mal so ganz an den Anfang zurück und wir gucken jetzt einfach, was wir hier machen können. Hier oben war nämlich eine. Okay, das ist eine blaue. Das wird mir eventuell helfen. Ich werde den nächsten Part wahrscheinlich auch im Anschluss noch aufnehmen, wenn mir vorher nicht die Augen zufallen. Ich bin heute schon... sehr, sehr lange wach, aber auch maximal motiviert jetzt gerade. So, hier war, glaube ich, nichts Angrenzendes. Ich glaube, in diesen Sackgassenräumen brauche ich generell nicht großartig rumzuschauen, weil die haben nie in einen weiteren angrenzenden Raum geführt, von daher... So, und da ist zum Beispiel die erste grüne Karte. Hier haben wir die nächste Sackgasse. Also die erste grüne Karte, die erste... durch die Farbe grün versperrte Tür oder so. Ja, guck mal. Genau auf solche Räume können wir uns, glaube ich, auch für die nächsten einstellen. Und das sind ja bekanntlich die geilsten, ne? Mal gucken, ob das auch
entsprechend entlohnt wird. Ich glaube, Ren brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr zu befähigen und sie genauso wenig. Kevin macht das im Alleingang, oder? Jawohl. Guck mal, sparen wir nochmal zusätzlich Zeit. Ich könnte die Kämpfe jetzt auch rausschneiden, aber die gehen so schnell von der Hand. Gargan Armor. Haben wir die nicht schon mal gefunden? Gargan kommt mir irgendwie bekannt vor. Nee, die haben wir das erste Mal. Giant Body Armor taken from a Middle-Age Noble's Mansion. So, so. Warte mal, was haben wir denn? Wir haben einen Boost auf Arts Defense, wobei 20 jetzt nicht so den dicken Unterschied macht. Wir haben schon viele plus dreistellige Sachen, die unsere Leute hier besser schützen. Aber Agilität und Defense, da kann ich ja mal kurz schauen, wie da unsere Hauptleute so aufgestellt sind. Warte mal, Agilität 24, 55. Okay, ich möchte das gerne Tita geben. Einfach aus Gründen. So, und dieses... Ach, guck mal, sie hat diese Gargan-Armor schon. Ich wusste doch, dass sie mir irgendwie bekannt vorkommt. Ja, nee, dann hat sich das ja erübrigt. Dann profitiert sie am Ende sogar auch davon, weil wir sie ein bisschen besser schützen können und alle sind glücklich. So muss das. I rusted shut a long time ago. You must really be working out. Okay, hoch. Falsche Taste, ich würde eigentlich rennen. So, hinter uns ist alles abgefrühstückt. Wir haben eine blaue, eine rote. Eine blaue, eine rote. Das hätte ich mir eh nicht merken können. Wem will ich eigentlich was, was vormachen? Wir gehen jetzt einfach weiter und ich muss gucken. Ah, es ist ein blödes Timing. Es wäre wirklich besser gewesen, mir die Zeit vorher zu nehmen, aber dann hätte ich heute nicht mehr spielen können. Und ihr glaubt gar nicht, wie kacke das manchmal ist, wenn du einfach nur nach Hause kommst und daddeln willst und dann, weiß ich nicht, ein schlechtes Gewissen wegen so einem Schrott hier hast. So. Hä? Warte mal. Was haben wir jetzt für Card Keys? Moment, nein, 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 nein. Warte, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ich habe mich jetzt so auf grün eingeschossen. Die Red Card Key haben wir auch. Aber da bin ich doch zuletzt überall reingegangen, ne? Also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir... Warte mal, hier war doch der... Ja, hier war der richtige Weg. Bin ich vorhin in der letzten Folge auch in die andere reingelaufen? Ich muss nochmal gucken. Es tut mir leid. Aber das fühlt sich wirklich länger an, als es tatsächlich braucht. Ich schätze, das wird jetzt maximal 20 Sekunden dauern, das zu checken. Ah, aber hier sind wir drin gewesen. Genau, hier war nämlich dieses große Teil, wo ich noch meinen semi-lustigen Pater-Mater-Vergleich gezogen habe und irgendwas von Best Buddies gefaselt habe, obwohl die wahrscheinlich Staatsfeinde seit Kindheit sind oder so. So, hier ist aber die nächste Tür. Ich glaube, selbst wenn ich mir die ganzen Türen aufgeschrieben hätte, wir hätten... Oh ne, das sieht aber nach dem richtigen Weg aus. No! Ich glaube, das hier sind generell so diese zentralen Räume, ne? Über die du immer den nächsten Floor auch erreichst. Das war auch im letzten Teil schon so, meine ich, mich erinnern zu können. So, warte mal. Das heißt, genau, dann werden wir nämlich über diese blaue... wobei, bei der blauen bin ich mir gerade nicht sicher. Müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. So, hier war eine Sackgasse. Da ist alles geplündert. Wie sieht es hier aus? Hier war mindestens noch eine andere Tür. Ja, genau, nämlich die... Hier war auch tote Hose. Dafür wird es jetzt wieder einen schönen Schatz geben. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Dass der das nicht automatisch einfach die richtige Card Key benutzt. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Bring to me the girl who plays with a giant doll. However, inside a trial awaits her. Should this fail to deter you, open the door and step inside. Giant Doll. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das könnte auf Ren zutreffen als Anlehnung an Peter Mater, was auch zu dem Ding da im Hintergrund passen würde. Aber bei Giant Doll, da könnte man auch Annelies vermuten. Na gut, auf jeden Fall könnten wir das theoretisch mit der jetzigen Truppe machen. Vielleicht in der nächsten Folge muss ich mal gucken, ob ich erstmal den Ort beenden will. Das entscheide ich dann spontan. Ich muss jetzt allerdings mal schauen. Hier ist noch eine weitere... Ja, bitte die Green Card Key. Jetzt wollen wir mal wieder einen Schatz haben hier, jawohl. So muss das. Der Raum sieht irgendwie specialig aus.
In der letzten Folge haben wir ja auch ein bisschen was an Bonus-Seppets bekommen, weil wir an der richtigen Stelle ein bisschen genauer nachgeschaut haben. Das darf sich gerne wiederholen. The chest secretly admires you, but it will never admit its feelings. Oh, jetzt wissen wir es doch aber. Brauchst dich aber nicht schämen, kleine Kiste. Kannst ruhig offen mit uns sprechen. Warte mal. Hier waren wir doch vorhin. Da war doch da oben die blaue Tür. Warte, ich habe jetzt keine Lust, mich in irgendwelche Gegnerkämpfe zu stürzen. Hier war genau der richtige Weg. Da war doch nichts weiter. Genau. So, und hier? Hier war die Sackgasse mit der Kiste, ne? Ja, genau. Okay. Alles klar. Dann ist dieser Zweig auch abgefrühstückt. Und einer, den darf ich jetzt nicht vergessen. Den gab es auch noch. Da waren... Hilfe! Das wäre fast in einem Fiasko geendet. Genau, hier nämlich. Aber das war auch nur eine... Ja, diese Sackgasse. Das war einer der Orte, wo wir auch diesen Zeppet-Boost dann noch spendiert bekommen haben. Aber dann müssten wir, behaupte ich mal ganz vorsichtig, hier alles mitgenommen haben, oder? Und können uns dann voller Zuversicht in die nächste Etage stürzen und gucken, was da so für... wundervolle Überraschung auf uns warten. Blau, Tür und Tür. So, welche Tür ist jetzt die Sackgassentür und welche Tür ist die, die uns in einen größeren Bereich hinführt? Könnte beides sein, ne? Also ich nehme jetzt trotzdem jeden Gegner mindestens einmal mit. Werde jetzt hier mit den anderen... Nein, gar nicht erst irgendwas machen. Schade, dass der sich nicht über die Kämpfe... über die einzelnen Kämpfe hinweg merkt, wo der Cursor zuletzt platziert war. Dann könnte ich mich nämlich immer schneller zur Seite moven. Würde uns noch ein paar zusätzliche Sekündchen einsparen. Oh, hier geht's noch weiter. Das ist, glaube ich, der erste Kistenraum in dem Dungeon, wo es angrenzend dann doch noch einen Bereich gibt. Ey, der ist gerade voll durch die Kiste gelaufen. Was bist du denn für ein komischer Hobby-Zauberer hier? So, jetzt muss ich erstmal wieder aufpassen. Was waren bei dem nochmal? Den können wir mit Zaubern attackieren. Und die Ebony-Vögel auch, ne? Ja. Da sehe ich jetzt gerade keine Einschränkungen. Ich hoffe, sie boxt den nicht zur Seite. Nee, das tut sie nicht. Dann ist sie denn nochmal an der Reihe. Okay, von mir aus. So, dann sollte Herrgeld ausreichen. Nee, Herrgeld reicht nicht aus, um alle zu treffen. Semi-geil. So, bitte. Hier einmal reinballern. Sie hat gerade null Schaden an dem großen Gegner gemacht. Aber gut, der wird auch ganz gut in der physischen Verteidigung sein. Ja, aber dafür hier umso härter einstecken. Soll mir recht sein. Einmal volle Möhre. Self-Destruct aufs Fressbrett. Da müssen wir dann wohl durch. So, was haben wir denn hier Feines? Water Gem. Gem. Ich vergesse jedes Mal nachzugucken, wie man das richtig ausspricht. Haben wir, glaube ich, schon. Ja, Inchen hier hat das auf... Ich glaube, das habe ich vor nicht allzu langer Zeit sogar nochmal nachgekauft, ne? People say I lack substance. Das kann ich nicht beurteilen. Dafür kennen wir uns zu wenig. Aber... Oh, oh. Ich würde mir deswegen keine Sorgen machen. Ich wollte eigentlich gerade die Kiste trösten. Da erschreckt mich das Spiel hier einfach. So, gibt's hier gar nichts? Ey, komm, das wäre doch, hätte sich doch so an... Ja, ich wollte gerade sagen, das hätte sich so angeboten, hier ein paar Seppets zu spendieren. Das hatte ich ja gerade fast übersehen, wenn mir da das Ausrufezeichen gefehlt hat. Aber gut zu wissen. Da kann ich ansonsten wahrscheinlich nichts mehr machen. Okay, coole Sache auf jeden Fall. Ja, also innerlich stelle ich mich drauf ein... Egal, ob mich das Hauptspiel dazu zwingt oder nicht, dass ich demnächst mal, wenn ich meine Gruppe vielleicht das nächste Mal neu sortiere, dass ich mal schaue, dass ich ein paar mehr Leute mit guten, geeigneten Seppets, sage ich mal, ausstatte. Ich glaube, das macht Sinn, weil wir jetzt echt schon einen guten Überschuss an qualitativ hochwertigen Quarzen, sage ich mal, haben. So. Ach so, White Gehenna ist gar nicht an Gegner gekoppelt. In irgendeinem Kampf heute in der Folge habe ich gesagt, dass ich hoffe, dass sie den Gegner nicht zur Seite schiebt, aber das war für White Gehenna zumindest irrelevant. So, dann haben wir jetzt nur noch diesen einen Weg hier. Gibt
gibt's hier noch eine Route, ja. Oh Gott, wie lang ist dieser Gang? 3 Wege habe ich hier. Ja, gucken wir mal. Fangen wir mal oben an. Das sieht mir irgendwie zu wenig nach Sackgasse aus. Was bist du? Ja, da kommt es schon eher hin. Da ist schon wieder so ein Raum mit so einer dicken Maschine. Tasty medicine. Uh-huh. You got something with your eyes? Because this is the second time you're checking my contents. Nee, eigentlich nicht. Ich habe nur nett Konversation betreiben wollen. Aber schön, dass du mich dafür einfach anpumpst. Oh, oh. Okay, was bist du für ein Riesenraum? Was hat das hier alles für einen Sinn? Warte mal, ich will nur mal ganz kurz, bevor ich mich jetzt hier in die Kämpfe stürze. Kiste habe ich gesehen. Abchecken, ob es hier noch angrenzende Räume gibt. Ja, okay, komm. Räumen wir erstmal alle aus dem Weg. Ich werde das hier mal mit einem etwas größeren Cut abkürzen für uns, beziehungsweise für euch. So, das waren jetzt 3 Gegner, wenn ich es richtig mitgezählt habe. Ja, ich weiß, bis 3 zählen ist schwer. So, dann gucken wir mal, was wir hier in diesem Raum eventuell mitnehmen können. An welchen Knöpfchen wir hier rumspielen können. Die Kiste auf jeden Fall nicht zu übersehen. I'm locked with a combination that hasn't been used in over a century. How did you unlock me? Das hat uns nicht viel abverlangt. Also irgendwas machst du falsch, wenn du dich selbst vor fremdem Zugriff schützen möchtest, liebe Kiste. Nimm diesen Sicherheitshinweis bitte ernst. Denn die anderen behandeln dich vielleicht nicht mit so viel Respekt, wie wir das tun. In diesem Raum muss doch 100% auch irgendwie so ein versteckter Seppet-Fundort sein, oder? Kann mir keiner erzählen, bei dem ganzen Kram, der hier rumliegt. Komm, irgendwo. Ich kann hier nicht mit einem guten Gefühl rausgehen, wenn wir hier nicht irgendwo irgendwas finden. Hier gibt es ernsthaft gar nichts, außer die Kiste natürlich. Nee, scheinbar nicht. Na gut, dann will ich das nicht unnötig überstrapazieren. Okay, da geht das gerade Schlag auf Schlag. Ich guck mal, ob der hier irgendwas Neues anbietet. Glaube ich zwar ehrlich gesagt nicht mehr, dass hier in diesem Dungeon noch irgendwas Neues dazukommt. Wir gehen da jetzt natürlich noch nicht hin. Es wird jetzt hier interessant, sich immer wieder rauszupopeln. Aber wir hatten... Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie dieser Raum hier aussah. Ich weiß, ja, okay. Ich wusste noch, dass das eine Sackgasse war, aber ich wusste nicht mehr, wie das da konkret aussieht. Hier waren wir allerdings noch nicht. Und das sollten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, nicht wahr? Hier wird bestimmt noch eine Kiste oder sowas versteckt sein. Oh, eine nächste blaue Tür. Hm. Kann mir vorstellen, dass da was richtig, richtig Gutes hinterwartet. Hm. Aber das werden wir nicht mehr heute herausfinden. Habe ich jetzt wirklich alles? Ich meine ja. So, genau. Das heißt, wir können uns jetzt an dem Monument nochmal ausruhen. Ist, denke ich, nicht verkehrt. So, ich habe nämlich vorhin das hier, glaube ich, nicht gemacht. Oder? Habe ich es gemacht? Und danach wieder? Nee, ich habe danach nicht weiter gekämpft. Nee, alles gut. Dann hätten wir das auch erledigt und dann werden wir uns beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich auch direkt im nächsten Bosskampf stellen und mal gucken, was dann wieder so auf uns wartet. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!